Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy 2, wo wir uns letzten Part da ordentlich abgemüht haben. Wir können jetzt hier den Koch nochmal ein bisschen weiter hochleveln, das konnte man ja glaube ich hier sehen. Da gibt es noch ein bisschen Bonusfokus. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Für mich jetzt ganz wichtig vom Test her ist so ein bisschen die Audioaufnahme. Ich denke, also wie gesagt, ich bin hier gerade das System ein bisschen am Umstellen und dabei ein bisschen Rogue Legacy am Weiterzocken, wo wir uns hier im New Game Plus 7 bewegen und ordentlich auf die Mütze bekommen. Im letzten Part sind wir eigentlich super vorangekommen. Ich brauche jetzt ein bisschen Gold, um nochmal weiter Crit freizuschalten und so. Das wäre jetzt so mega geil. Haben wir überhaupt schon Bosse hier geschafft? Nee, habe ich die Bosse hoch eingestellt? Kein Plan. Oh nee, ich ahne Böses. Da geht's schon runter in das Gebiet, wo ich auch noch so einen Zusatzboss irgendwie freischalten kann oder so eine Herausforderung. Wenn ich das nicht vielleicht sogar schon gemacht habe und einfach gar nicht mehr weiß. So, mehr Goldbohnen. Genau, wir haben noch die Zusatzrüstungsstärke da jetzt freigeschaltet. Wenn wir Glück haben, finden wir da auch noch ganz nette Rüstungen. Ah, es macht einfach irgendwie Bock. Ich bin direkt wieder drin, so vom Gameplay her. Es ist einfach nice. Genau, wir können hier mit verschiedensten Chars dann noch ein bisschen XP sammeln. So ist es. Und das bringt uns natürlich auch voran. Fokus war jetzt nicht unser Hauptfokus, aber vielleicht andere Dinge. Ja, und lasst mich gerne in... Oh Gott, kriegen wir da Damage. Ja, vielleicht doch mehr Rüstung noch und sowas, ne? Rüstung und ich weiß nicht, was mein Fokus war. Eigentlich kann alles mein Fokus gewesen sein und ich glaube, das habe ich auch damals erwähnt. So ein bisschen in Richtung Offensive, dann komme ich natürlich mit unserem Hauptschar ein bisschen krasser durch, wenn der öfter crittet und so. Oder auch mit... Oh, jetzt hatte ich Glück. Oh, spinnst du? Was ist denn das für ein beschissener Zauber? Nochmal Glück gehabt, weil ich das Geschoss weggehauen habe. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ich möchte gerne eine Vierer-Ausrüstung finden, was mich plötzlich im Game total hochhief. Dann fällt mir aber auf, dass mir Ausrüstungsgewicht fehlt und ich darf Ausrüstungsgewicht farmen gehen. So irgendwie ist der Plan. Da oben wäre irgend so ein Ding. Brauche ich aber jetzt nicht. Ich brauche sowas. Mach mal auf und gib mir Ausrüstung. Nee, ich glaube, hier waren wir schon... Ich glaube, das Spiel gibt einem immer so ein Feedback, dass man da eigentlich schon durch ist, ne? War das nicht so irgendwie in der Art? Also kein direktes Feedback, sondern so ein Feedback so... Ah, du findest schon seit 10 Truhen nichts mehr hier. Du wirst nichts mehr finden. War das nicht so irgendwie? Oder wenn ich eine gewisse Ausrüstungskiste finde oder sowas. Ich könnte kotzen, aber der Char hat mir jetzt eh nichts gebracht. Fokus ist nicht so wichtig. Ritter ist, glaube ich, wirklich wichtiger, ne? Ich wechsle mal nochmal durch. Das war Crit-Schaden, glaube ich. Boah, weißt du, aber ich hol den jetzt einfach mal. Was soll's? Ist ja nur zum Spaß. So, und wir wollen hier oben Richtung Crit nochmal, ne? Achso, kostet ja gar nichts. Ist ja easy. Ja, es könnte sein, dass ich noch zu laut eingestellt bin. Das kann sein, dass ich das leicht reduziere. Vielleicht auf so ein Niveau oder sowas. Keine Ahnung. Und, ja, also wie gesagt, dass ich leicht zu laut bin. Und, ja, der Spielsound, dass der generell leise ist, das weiß ich, falls das jemand in die Kommentare schreibt. Sollen wir ein bisschen Richtung Defense mal gehen, dass wir da irgendwas überleben? Jo, machen wir das mal. Komm, was soll's. Wie gesagt, hier Ausrüstung. Ich könnte ja mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht würde das mein ganzer Blick aufs Spiel verändern, weil ich da irgendwas Krasses schon gefunden hatte. Und jetzt gar nicht mehr weiß, dass ich da drauf gespielt habe. Wäre geil, oder? Achso, und ich wollte eigentlich gucken, was der Char hier bringt. Ich meine irgendwas so Richtung Beweglichkeit, Kram oder sowas. Assassinen-Damage, Crit-Schaden-Dingens. Alles klar. Das war auch Kacke. Das ist übrigens auch Kacke. wo ist denn die blöde Rolle? Ah, hier. Y, okay. Das war doch sein krasser Special, dass man damit... Ah, ich kann mich, wenn ich zuschlage, nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen nervig. Das können andere Chars noch, können die Position ändern. Naja, egal. Wir haben schon krasse 2000 Gold mitgenommen. Was war wirklich krass? So 50.000, 60.000, ne? Oder noch mehr. Und da hinten ist ein Boss. Easy. Easy. Alles klar.
Ich weiß nicht, ob das da jetzt so krass ist, was ich da gerade mache. Glaubst irgendwie nicht? Da sterben sie in Reihe. Oh, ein Vampir, der, ja, gefundenes Essen. Ich erleide aber mehr Schaden. Das kannst du ja eigentlich vergessen, ne? Egal, machen wir mal. Weil es so super viel Spaß macht. So, da geht nichts. Wir geben ein bisschen Gold bei Taron ab. Wann geht's denn eigentlich bei dem nochmal weiter? Und da ihr seht, dass wir im Moment gar nicht vorankommen. Ja, wobei, im Moment würde ich noch andere Spiele vorziehen, die ich auch noch hochfarmen muss. Mal gucken. Ich wollte gerade sagen, hätte ich da was gemacht vielleicht. Mal gucken, einfach, ich bin jetzt mal völlig völlig entspannt, was meinen Kanal angeht. Ich muss gucken, dass das hier mit den Aufnahmen nochmal funktioniert, dass die Thumbnails funktionieren, dass ich mit den Kommentaren hinterherkomme, dass ich manche Sachen am Kanal verbessere, dass ich mir hier die richtig supergeile Programme besorge und so weiter, ne? Supergeil. Okay. Wenn du jetzt noch... gut, okay. 25.000 müssen wir bei ihm bringen. Da geht's da auch überall noch eine Stufe hoch. Ist im Moment überall... Ist relativ viel Nachlesen und so, muss ich sagen. Nachlesen, dies, das, bla bla und so weiter. Ich bin aber schon ein gutes Stück vorangekommen. Was jetzt hier OBS und vor allem manche Mikrofoneinstellungen angeht, das ist ja absoluter Wahnsinn. Oder halt gewisse Videoqualitätseinstellungen. Ja, dann, dass man den PC nicht ausreizt und so ein Kram, das ist ja wirklich irre. Okay, ich bin schon fast tot. Super. Aber krass, ich hätte es echt nicht gedacht. Ich habe halt morgen überlegt, ja, welches Spiel kann ich da eigentlich gut weitermachen, was ich jetzt zeigen kann, wo jetzt die Audioaufnahme nicht so wichtig ist, falls die verhunzt wird. Falls die wie in diesem Fall jetzt zu leise ist oder sowas und dann nicht die Leute völlig durchdrehen, weil man bei Banishers zum Beispiel dann keine Stimmen mehr hört oder sowas. Und ich muss wirklich sagen, fuck off. Nee, ich muss wirklich sagen, das Spiel macht einfach mega Laune. Soll ich mir die Crits abstauben? So, komm, auf geht's. Ja, also ich will Kohle sammeln, um Crits zu machen. Das ist jetzt der Plan. Kohle sammeln mit dem Astromant, wo wir leider nicht vorankommen. Welcher Held wäre da wirklich wichtig gewesen, dass wir da vorankommen? Valkyrie, Ritter, Ausrüstungsgewicht nicht unwichtig, aus mehreren Gründen, ne? Vitalität nicht schlecht, Boxerin, Barbarin. Jo, alle außer Astromant, ne? Okay. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche geile Intelligenzskillungen und ich habe sie bis heute nicht gecheckt. Jo. Sehr gut möglich. Ich glaube, ich habe auch sowas mal bei YouTube gesehen. Aber ich glaube, die Einstellung, wie ich es... Hallo? Wie ich sie jetzt habe, bin ich schon halbwegs zufrieden damit. Das ist schon mal ganz... Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür schämen müsste, glaube ich. Komm, stirb, 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 stirb. Ich farm dich easy ab. Das war der Plan. Was ist denn mit meinem Controller? Warum muss ich mit X da? Irgendwas mache ich da falsch mit dem Angreifen. So, gib mir da unten bitte die Ausrüstung, die jetzt alles verändern wird. Das ganze Spielgefühl, bitte. Nee. Drück ich da einfach? Ich weiß es nicht. Zu kurz immer. Bin ich zu blöd, X gedrückt zu halten? Irgendwas war da die ganze Zeit. Ist der Knopf schon ausgeleiert, weil ich zu viel Damage gemacht habe? Leco Mio. Genau, das Gold ranziehen war, glaube ich, noch ganz wichtig. Rune des. Ah, das Fliegen ist so geil, ne? Man kann die Gegner ganz easy umgehen und kann rumkrähen. Und das war ja stellenweise bei den alten Videoaufnahmen auch immer ein Problem. Das laute Rumgekrähe. Der Krähen. Völlig nervig haben sie da rumgekräht. Oh, da hagelt's Gold. Endlich. Sehr schön. So, was meint die Aufnahme? Jo, die läuft noch. Schön. Das ist ja auch mal was Schöneres, wie bei Elgato, wo manchmal dann die Aufnahme einfach mal nicht weitergemacht hat. Wobei, hier gibt's, glaube ich, auch so Probleme. Leco! Alter!
Da habe ich jetzt immer noch nicht geguckt, was das bringt. Hier Boxer. Gibt mehr Gold und XP. Komm, Alter, ich gehe jetzt auf den. Scheiß drauf. Wir brauchen da die Plus-Prozente. Wir müssen leveln. Wir brauchen alles. So, Gold gebe ich einfach da vorne ab. Beziehungsweise hol mal mit. Wir sind eh noch nicht bei seiner Höchstform da angelangt. Ja, 6000 haben wir jetzt auf dem Sparkonto. Und ne, also Höchstform, die höchste Stufe meine ich, wo ich auch noch irgendwelche Bonuspunkte kassiere. Und dann könnte ich den irgendwann auch mal freischalten, bevor das irgendwann wegrennt. Ich muss echt mal gucken, wie weit ich das Spiel dann wirklich noch ziehe. Weil irgendwann muss ich natürlich auch aus Gesundheit des Kanals mich dafür entscheiden, okay, macht jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, noch 1000 Folgen dazu machen. Vor allem, weil ich dann, so ehrlich muss ich ja auch sagen, nicht immer hinterherkomme. Oder nicht sagen, so ehrlich muss ich sein. So, bei Banishers gab es übrigens super viele Updates. Muss ich mal gucken, was da passiert ist. So, Gold. Hier ist eigentlich fast die XP wichtiger. Wegen Stärke oder was wollten wir da haben? Ne? Irgendwas war da wichtig. Haben wir ja gerade eben gesehen. Alter, wie ich sie wegkloppe. Ist ja Wahnsinn. So, hier holen wir uns jetzt die Heilung mit. Alter, ich bin fit. Ich mache aber insgesamt zu wenig Damage. Leko. Alter, es gibt's. Jawohl, wie ich abgehe. Gib mir die XP. Was kriegen wir hier an XP? 400 pro Gegner oder sowas, ne? War das so? Ah, die XP hochleveln wäre, glaube ich, auch irgendwann mal sinnvoll, um nicht 8 Jahre im Spiel festzuhängen. Und es ist eh die Frage, was da hinten raus passiert. Man konnte ja in diesem Seelenshop noch ganz unten noch was ganz Spezielles freischalten. So von wegen, jetzt fängt das Spiel erst richtig an oder irgend so ein Scheiß, ne? Natürlich dann auch so ein Ding. Komm, was ist dann? Oh, schlechte Idee. Nächste schlechte Idee. Zu viele schlechte Ideen. Oh mein Gott. So, angeblich soll das Lachen hier weggekürzt werden. Das kann ich mir mal gerade merken. 12 Minuten ungefähr. Muss ich mal gucken, ob ich gelacht habe oder nicht. Irgendwie mit der Rauschunterdrückung hier soll das manchmal problematisch sein. Wie auch immer. Werden wir dann auch mal sehen. Falls ich nicht gelacht habe, ich habe gelacht. So. Geht's da bald in den Turm oder was? Wollte sie nur darüber informieren, dass ich gelacht habe. So, Alter, kriegen wir XP. Das ist ja ein Träumchen. Ja, das war ganz toll. Ganz toll, Monty, Alter. Jawohl, die XP haben wir wieder. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, um wirklich aufzusteigen. Stimmt einiges. Ja, ich glaube, die XP hochzuleveln und dann diese ganzen Chars mal so ein bisschen hochzubringen, wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil man einfach so viel Bonus auf diese ganzen Werte bekommt. Ich habe zwar gesagt, dass es an sich unnötig ist, das ist es auch, wenn man Langzeitspieler ist, ist es wahrscheinlich einer der Skills, die man sich schenken kann, weil sie hinten raus dann gar nichts mehr bringen, höchstwahrscheinlich. Außer man hat in irgendeinen Überlevel-Bonus noch irgendwann. Kann ja sein, dass dann XP zu Gold wird oder so. Und ich davon einfach noch nichts weiß. Aber auch das, Gold ist ja irgendwann auch... Ich ahne, dass es etwas an, von Glück lag in der Luft, oder? Du kannst nicht runter angreifen, oder? Wäre der jetzt runtergedodged? Keine Ahnung, ich habe ein soes Maul verballert. Alles klar. Oh mein Gott. Oh, nee. So. Oh, Vitalität. Genau. Krass, wie ich abgehe. War Vitalität. Jo, und da würde ich sagen, machen wir demnächst wieder so ein Farmrun. Jo. Oder? Warte, oh Gott. Und ey, komm, ich würfel mal neu. Barbar war Stärke oder sowas, ne? Da sind wir, glaube ich, schon, ja genau, Stufe 11, da sind wir schon recht weit. Hier Assassine Rang 7, Waldläufer. Mit viel Geduld machen wir das nächste Mal. Was haben wir an Gold gesammelt? Nicht genug, oder? Nee. Leider nicht.
24, ja klar, 24.000 Gold. Was hilft denn noch? Hier mehr Heilung und so ist auch nicht schlecht. Mehr Rüstung wäre nicht schlecht. Sind wir ehrlich, irgendwie hilft alles, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Mehr Ausrüstungsgewicht wäre nicht schlecht. Gold sparen und bei Charon einsetzen und überall plus 1 bekommen und generell ansparen für die Crit-Chance ist nicht schlecht. Jo, machen wir das. Und dann schaue ich mir für die nächste Folge auch generell hier mal wieder Ausrüstung und so an, was wir da vielleicht machen wollten und so. Wie gesagt, für mich war das jetzt alles Monate später. Und glaub mir, ich glaube, ich werde es jetzt durchziehen. Wenn mit der Technik alles so halbwegs funktioniert und so weiter, dann werde ich das da hier bald durchziehen. Jo, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.